Kapitel 1 Lurgards Drachenburg. Klingt interessant. Das Feuertal. Das sieht aber irgendwie hübsch aus. Hier ist also das Feuertal. Und hier soll sich eines der Sternjuwelen befinden. Also los, Mario, das Abenteuer beginnt. Ernsthaft? Es beginnt? Oh mein Gott, es beginnt! Es hat begonnen. Das Abenteuer. Ich möchte gerne speichern. Dankeschön. Gut. Dann gehen wir gleich mal weiter hier und schauen uns hier in den Wunder... Was ist... Das... Lass mich raten, ein Drache? Was war das? Oh Mario, sieh dir das an! Was denn? Oh, das war tatsächlich ein Drache. Wahnsinn, so ein großes Monster habe ich ja noch nie gesehen. Und das direkt nach unserer Ankunft im Feuertal. Oh, gruselig. Los, Mario, lass uns schnell von hier verschwinden. Ich wollte eigentlich das ankloppen hier. Vielleicht gibt es hier ein Secret oder so. Oder auch nicht. Wenn nicht so. Oh, ein Pilz. Hätte ich mir gar keinen kaufen brauchen. Ich wollte eigentlich das noch hier. Nein, den. Den Typ hier an. Nein, den. Okay, mit dem Baum jetzt hier anhören. Gib mir Blütenpunkte. Nein, okay. Dann kann ich halt keine Blütenpunkte für mich. Oder so. Da ist ein. Mensch. Dann komm halt nicht her. Ein normaler Gumm. Oh. Tschüss. Und da war es nur mehr einer. Na, ich spring dann hundertprozentig. Achso. Nicht an. Zack, zack und bam. Perfekt. Uhu. Also ich finde, das Kampfsystem hier ist ein bisschen anders als das im ersten Teil. Das ist schon mit Hammer und Dings. Ist nicht so viel anders als bei Super Paper Mario, glaube ich. Und bei, wie heißt das? Sticker Star und bei Splatoon sind die schon. Color Splash. Tu mir nichts. Wenn Vorsicht geboten ist, gehen für generische Angriffe. Ich war nicht fertig mit Lesen. Wenn Vorsicht geboten ist, generische Angriffe gegen Mario oder nie. Guck mal, den rüsten wir uns aus. Eigentlich wollte ich ihn hauen. Eigentlich, aber ich habe ihn nicht getroffen. So gut, auch die muss ich drauf springen, ne? So, ich schätze mal, ja, der ist mal weg. Jetzt kommt der. Okay. Wenn ich gut time. Ich bin eigentlich nicht so gut in timing Sachen, aber es funktioniert. Ich habe das noch vom ersten Teil drin. Din, 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 din. Okay, Geld, 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 Geld. Ich habe nichts gesagt. Mir schon gleich eine Röhre. Ha! Ich bin mal gespannt, was für neu. Guck mal, der hat so einen Dingsbums da hinten dran. So ein Schäfchen, glaube ich, war das. Das gab es auch im Laden. Und ich schätze mal, am Anfang sind ja die Kämpfe noch eher so, ja, nicht so spektakulär. Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt noch 10.000 Mal gegen einen Gumba Spike kämpfen müssen, Peak Spike, oder Pickle Spike hieß das, ne? Dann, ja. Dann kannst du einfach drunter stehen bleiben, Mario. Dann schneide ich das auch raus. Wir wissen, was hier drinnen ist.
Jetzt soll ich jetzt drüber jumpen oder was? Kann Mario irgendwann fliegen oder so? Oder kann ich hier einen Flieger machen? Ja gut, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nie, wie ich darüber kommen soll. Übrigens, Mario, wenn du in Zukunft irgendwann nicht weiter weißt, drücke X und nutze meine Fähigkeiten. Vielleicht kann ich dir ja einen nützlichen Tipp geben. Vielleicht. Da hinten ist auch so eine Röhre. Da ist ein Mario. So. Ich habe den Kabel jetzt rausgeschnitten, weil es waren ganz schön viele Goombas, aber. Und da hinten ist so. Möchte jetzt hinten raus, ne? Kann ich da lang? Nein, okay. Schade. Dann gehe ich da halt nicht lang, wenn das Spiel sagt, ich darf da nicht lang gehen. Dann gehe ich da halt nicht lang. Ist da drüben was? Ja, guck mal, was ist denn das hier? Ein Sternsplitter erhalten. Ein herrlicher Sternsplitter. Die gab es schon im ersten Teil. Aber was die gemacht haben, weiß ich nicht. Ich glaube, mit denen konnte man Sachen kaufen. Ob das hier auch so ist, also solche Orden oder so. Das ist ja cool. Das ist mal eine richtig coole Idee. Dass es nicht so monoton ist. Ich kann mich halt wirklich nicht mehr an den ersten Teil so richtig erinnern, was man da wirklich alles machen musste, aber das ist cool mit dieser Brücke. So, eine Feuerblume. Nehme ich doch immer alles gerne mit. Da ist nichts. Ein Geschenk. Ein Mysterium erhalten. Was das bewirkt? Keine Ahnung. Ich finde das. Ich müsste ehrlich gesagt lieber nicht herausfinden. Aber gut. Ob wir jetzt mal in so eine Stadt kommen oder so mal wieder? Ich meine, okay, wir sind gerade aus Rohlingen raus, aber. Oh. Blütenweiler. Wir hier neuen Kumpanen bekommen. Hallo. Willkommen, Reisender. Dieser Ort, man nennt den Blütenweiler. Und in diesen abgelegenen Ort hatten wir schon ewig keinen Touristen mehr. Seit die schreckliche Lu. Lugard die Gegend unsicher macht. Seitdem bleiben die Besucher aus. Lugard, das ist bestimmt das große Monster von eben. Lugard heißt es also, ein ungewöhnlicher Name. Aber sag mal, du, hast du schon einmal von Sternjuwelen gehört? Ich gehe auch immer zu richtig fremden Leuten hin, wenn ich in eine Ortschaft komme. Hey, du! Was geht? Ich bin zwar erst 2 Sekunden da, aber hey, du! Wir sind schon bei du und hast du von das gehört? Dem gehört, Entschuldigung, falscher Artikel. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ne? Wir sind auf der Suche nach diesen Steinen. falsche Stimme. Sternjuwelen, nie gehört. So etwas fragt ihr am besten den Bürgermeister. Er ist sehr alt und er kann sich an Sachen erinnern, die sonst niemand weiß. Ja, die Alten zum Rat und die Jugend zur Tat. Der Bürgermeister wohnt in dem pinken Haus da drüben. Geht gleich zu mir. Mein Beileid, dass er im pinken Haus wohnt, obwohl ich die Farbe pink mal. Pink? Na gut, vielleicht nicht gerade geschmackvoll, aber sicher leicht zu finden. Na gut, vielen Dank. Ich habe ihr das Wort geklaut. Ich schaffe es auch jedes Mal da reinzufallen, ne? Kostet da das was zum Schlafen? Hallo, ich bin Reisender. Kostet das was? Im ersten Teil hat das, glaube ich, auch nichts gekostet. Oh, du siehst nett aus. Ich darf dich ja gratis hier schlafen. Willkommen im Toadhaus. Ein wenig Ruhe erfrischt Geist und Seele. Wie bist du? Nein. Das ist mir nicht wert. Die 5 Münzen sind es mir nicht wert. Im Moment sind sie es mir noch nicht wert. Hallo, du. Habt ihr auf dem Weg hier Lugard gesehen? Ihr habt Glück, dass ihr es euch nicht vorher bemerkt hat. Sonst hätte sie euch wohl sicher mit Haut und Haaren verschlungen. Vielleicht war sie ja auch satt oder fand ihr sie nicht lecker genug aus. Jedenfalls hattet ihr wirklich Glück. Wieso damit sagen, dass wir hässlich sind und sie uns deswegen nicht gefressen hat, weil wir hässlich sind? Du bist gemein.
Richtig gemein war das von dir. Was ist das? Schlafifikator. Macht Gegner schlaff und senkt ihre Abwehrkraft. Macht härter. Und erhöht die Verteidigungskraft. 2 Punkte Schaden gegen alle Gegner. Haut Schalentiere um. Feuerangriff. Okay. Also. Dieses Design von ihm. Also entweder. Es ist ein Schnurrbart, ja? Was es, glaube ich, eher darstellen soll. Aber ich werde jetzt euch einfach alle brainfucken. Stellt euch einfach vor, dieser Tod hat einfach dauerhaft den Mund offen und macht. Gern geschehen. Es sieht nämlich richtig so aus. 10 Punkte kriege ich am Pilz. Eishauch, super. Donnerzorn. Sterngang. Einen Goldschatz. Ich bin mal annähernd zu weit. Aber gut. Wie viel Platz habe ich? Wie viel Platz habe ich? Hier habe ich nur so 2, 4 Plätze frei, oder? Kann ich das sortieren? Ja, das ist Z, das ist Z. Noch ABC. Noch Typ. Ja, noch Typ. Also ich finde es nicht sehr. Entweder ist mein Controller falsch, und weil bei mir ist Z lila und auf dem Bild ist es blau. Irgendwas stimmt hier nicht. Lass mich hier wieder raus. Gut, dann speichern wir mal. Oh, ist das ein Baby tot? Oh. Eigentlich heißt es ja tot. Ich sage immer tot, weil ich das auch nicht pronunzieren kann. Ist das ein Bomber? Seit einer Weile spiele ich nur noch mit meinem Nintendo Entertainment System. Besonders gut gefällt mir ein Spiel namens Super Mario Brothers. Kennt ihr das? Das müsst ihr euch unbedingt auch kaufen. Ich glaube, das kann man nicht mehr kaufen, weil diese Spiele ein bisschen zu alt ist. Was zur Hölle bist du und was tust du hier? Und wieso sind deine Haare eklig lila-pink? Oh, bonjour, mademoiselle. So ein schöner Tag. No, no, nicht du, Monsieur Schnauzer. Ich rede mit der süßen Mademoiselle hinter dir. Mademoiselle, sprich mit mir, nicht mit diesem dummen Monsieur. Ihr geht, du bist nicht mein Typ. Such eine andere. Oh la la, wie direkt und so wundervoll energisch. Ich bin begeistert. Ich werde dich gedulden, bis du deine Meinung änderst. Los, Mare, lass uns schnell von hier verschwinden. Ja, aber ich will wissen, was mit dem Typen ist. Oh la la, du konntest mich also nicht vergessen. Deshalb bist du so wunderbar für mich. Oh la la, la me fou. Ich weiß nicht, ob man das richtig ausgesprochen habe. Ich hatte nur 2 Jahre Französisch und bin durchgefallen. Nein, eigentlich habe ich es nicht gelernt. Lamoufou. Alleine Gedanke an dich raubt mir jeden Tag den Schlaf. Du kennst uns gerade mal vielleicht 20 Sekunden. Mario, komm, so einen Kerl sollten wir uns gar nicht aufhalten. Aber ich wollte. Komm ich da rein? Ich will da reingehen. Einfach überall rein. Ich glaube, der Typ hat einen Schuss auf Peach. Jenseits der Berge, im obersten Stock einer alten Burg, lebt Lohart. Man munkelt, in dieser Burg soll es unglaubliche Schätze geben. Viele Abenteurer sind schon ausgezogen, um diese Schätze zu bergen, aber keiner von ihnen ist je wieder heimgekehrt. Was meinst du? Irgendwie gruselig, oder? Vielleicht sind sie einfach nur in den Fluss gefallen. Wie ich? Ich habe Angst vor dir. Mein Name ist Bonbon. Ein alter Bonbon. Entschuldigung, Bonbon. Ein alter Bonbon ohne Träume und Hoffnungen. In diesem Ort tue ich niemandem etwas an, also lass mich in Frieden. Okay. Ich dachte, du sagst mir mit dem Typen jetzt nicht mehr. Was bist denn du? Guten Morgen, guten Tag, man nennt mich Knospi. Knospi ist auch ein Pokémon. Ich mag es hier, es ist wunderbar, von Blumen umgeben zu sein. Sagst du noch was? Guten Morgen, Knospi ist Knospi. Nee, du sagst nicht mehr. Also ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwas mit dieser Knospe noch machen müssen. Und mit dem Bonbon und mit dem Verrückten, weiß ich nicht. Der ist mir so crazy. Das sind ja noch mehr. Okay, dann nehme ich alles zurück. Hallo? Dieses Dorf ist wirklich schön. Das Wasser ist klar. Die Luft ist frisch. In der Tat. Was für ein herrlicher Ort. Ach, aber alle fürchten Lugas flammenden Zorn. Ich verdränge das immer. Irgendwie ist es schon traurig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Lugard wirklich ein weiblicher Name ist. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen. Aber manchmal ist die Rede von es. Und dann ist es wieder die Rede von sie. Ich finde es sehr, ja, nicht okay.
Guck mal, das ist mal ein anderes Cooper-Design. Da hinten ist ein Orden da drin. Und ich habe das pinke Haus gefunden. Hallo! Jetzt hat er verpisst. In letzter Zeit vergisst der Bürgermeister wirklich alles, was man ihm sagt. Manchmal vergisst er sogar meinen Namen. Das macht mir schon Sorgen. Ich wäre froh, wenn der Bürgermeister nicht wisse, wie ich heißen würde. Blue Guard ist gefährlich, aber die Monster in der Burg sind auch schrecklich. Normale Attacken helfen gar nicht gegen diese Kreaturen und man sagt, sie sind immun gegen Feuerattacken. Brrr. Okay. Hallo du machst mir sicher nicht das Tor ab. Gehst du hier weiter, kommst du zur Gerüllburg. Dort soll es schreckliche Steinmonster geben. Und dieses Tor hier soll uns von den Monstern schützen, deshalb bin ich hier. Ich sage einfach gar nichts. Jetzt gehen wir mal da rein. Bevor wir ins pinke Haus gehen. Hallo? Oh, hi. Wie viele Opfer mag Lurgard wohl auf dem Gewissen haben? Erst kürzlich hat sich den alten Koparich aus einem der Nachbarorte erledigt. Okay. Und der Vater von Kupio ist auch losgezogen, um Lurgard zu erledigen. Er ist nie zurückgekehrt. Seit damals hat ihn niemand mehr gesehen. Kupio kommt mir so bekannt vor. Den gab's gerade. Ich bin mir nicht sicher. Hallo! Nein, das ist wichtig aus, mit dir rede ich noch nicht. Oh, hi! Guten Tag, Fremder. Bist du hier, um die Schätze von Lurgard zu finden? Du, Lurgard soll ja sehr stark sein. Danke für diese Information. Das ist hier unnötig. Jetzt nicht mal ein Bett um. Er sieht auch wichtig aus. Ich habe schon einen Moment mit den Wörtern. Lass mich da reingehen. Hallo. Guten Tag, mein Name ist Kupin. Freut mich, dich kennenzulernen. Nanu, diese Mütze, dazu ein blauer Overall und dieser prächtige Bart. Du bist Mario, oder? Mhm. Ich habe schon viel von dir gehört. Du bist sehr stark, oder? Ich finde es ja sehr interessant, wie sie einfach mit niemandem redet, weil ich hinter ihr stehe. Und das heißt, du bist hierher gekommen, um Lurgard zu besiegen? Ich wünschte, mein Kupio wäre auch so mutig. Okay, sie ist mit Kupio zusammen. Interessant. Warte, war ich da drüben schon auf der anderen Seite? Da war ich noch nicht. Was ist hier für eine Pop-Up-Gruppe? Hallo! Wir sind die drei Grazien, die ganze Welt bereisen. Und dieses Dorf ist bekannt für klares Wasser, saubere Luft und Lurgard. Die wollen wir auch besichtigen. Ihr wollt einen Drachen besichtigen? Na, viel Spaß dabei. Na gut, dann gehen wir mal ins pinke Häusle, ne? Servus, Alter. Wie geht's da? Ha? Bart, Knollnase, was willst du denn für eine Figur? Was bist du denn für eine Figur? Ha, du bist ein Dieb, den erkenne ich sofort. Nein. Aber leider gibt es bei mir nicht so viel zu holen, wenn du mich ein paar Münzen und einem antiken Panzer zufrieden bist. Die kann ich dir ruhig geben, mehr aber auch nicht. Die alten Fotos von mir und Opa Kupia, die würden ich allerdings gerne behalten. Sie erinnern mich an damals, als wir beide noch jung und verliebt waren. Was, du bist gar kein Dieb? Was willst du dann? Du bist auf der Suche nach dem legendären Sternjuwel. Meine Stimme geht herab. Bach runter. Sag doch gleich, dann kommen wir doch viel schneller voran. Du hast mich doch gar nicht aussprechen lassen. Du musst nämlich wissen, das Sternjuwel, das du suchst, was wollte ich noch gerade sagen? Ach ja, genau. Man erzählt, Lurgard habe ein Sternjuwel in ihrer Burg. Du kennst doch Lurgard, den riesigen, unglaublichen, grausamen Drachen. Dem Namen nach. In ihren Überfällen terrorisiert Lurgard die Dörfer in der Gegend schon lange. Und du bist also der Held, der uns endlich von Lurgard befreien will? Was? Moment mal. Was für ein Mut! Wenn du uns wirklich von Lurgard erlöst, wirst du entsprechend belohnt. Was, wie? Du brauchst keine Belohnung? So war das nicht gemeint. Was für eine Bescheidenheit, das ist typisch. Du, wie heißt du noch schnell? SpongeBob. Manio? Ha, irgendwie kein passender Name, Herr Manio. Das heißt Mario. Nun gut, Manio, eine Sache wolltest du aber doch wissen. Solltest du noch wissen, wenn du zu Lurgards Burg bist, musst du erst die geheime Röhre finden. Sie soll sich irgendwo in der Nähe dieses Dorfes befinden. Keiner weiß, wo die geheime Röhre ist, aber um sie zu finden,
brauchst den Sonnenschlüssel und den Mondschlüssel. Ich schreibe mir das mal lieber auf, bevor ich das vergesse. Was steht auf diesem Zettel? Zyanidstein und ach, das ist Kingdom Hearts. Okay. Sonnenschlüssel und Mondschlüssel. Und zum Glück kein Mondstein. Diese beiden Schlüssel findest du irgendwo in der Geröllburg. Am besten machst du dich gleich auf den Weg und suchst die Schlüssel. Oh yeah. Also Mario, geh und zeig Logat, was eine Hake ist. Ich esse aber immer noch Mario. Jetzt siehst du mit Logat. Wenn du Logats Burg bist, musst du erst die Röhre finden. Dafür brauchst du den Schlüssel und du findest eine Geröllburg. Also zeig, was du kannst. Bis ich auch. Kann ich da rein? Na. Okay. Du hast eine Mail. Eine Mail für dich. Manchmal bekommst du Mails von Freunden, die du auf deinem Weg kennenlernst. Diese Mails kannst du mit deinem Mail-Receiver lesen. Drücke Start. Und dann Mails unter deinen Items findest du auch wichtige Items. Hier kannst du auf deinen Mail-Receiver zugreifen. Items? Wichtige Items? Wie läuft deine Reise, Mario? Sicher sehr aufregend. Immer wieder werden die bekannten Mails wie diese schreiben. Immer wieder werden dir bekannte Mails wie diese geschrieben. Das ist nix Deutsch. Oder ich verstehe den Satz gerade nicht. Immer wieder werden dir bekannte Mails wie diese schreiben. Wenn sie geschrieben hätten, dann würde ich es ja verstehen. Aber ja, gut. Wer bin ich, um das zu beurteilen? Du solltest sie dann auch lesen. Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich auf deine Berichte von den Sternjuwelen. Professor Gumbart. Du hast ja auch ein... Hat er den Kater da reingeworfen? Okay. Willkommen bei RAD. Hallo Mario, danke für deine Registrierung bei Rohlinger Auskunftsdienst, abgekürzt RAD. Du wurdest angemeldet von unserem Mitglied Professor Gumbart. Freue dich auf regelmäßige Mails von wertvollen Infos. Herausgeber, Redaktion, Förderverein Rohlingen. Das war jetzt nicht sehr. Mario fand es so lange, weil ich das eingepennt ist. Okay. Ich soll zur Geröllburg. Gehst du hier weiter, kommst du zur Geröllburg. Dort soll es erschreckliche Maschinenmonster geben. Dieses Tor hier soll uns von den Monstern schützen. Aber wenn der Bürgermeister sagt, das ist in Ordnung, dann öffne ich das Tor für dich. Das ist sehr nett von dir. Entschuldigung, wartet mal. Oh, er hat ein Pflaster auf der Nase. Das fällt mir jetzt ganz auf. Ich bin Kupio. Man sagt, du gehst zur Burg von Logart, oder? Also ich Bitte. Jetzt komm auf den Punkt. Entschuldige bitte, auf Wiedersehen. Ein komischer Cooper. Was er wohl wollte? Das will ich jetzt wissen. Das will ich jetzt wissen. Ich verprügel ihn jetzt. Ich habe einen Hammer, kann anspringen, ich verprügel ihn jetzt. So. Was ich ihm gesagt habe, vergiss es einfach. Es war wirklich nicht so wichtig. Jetzt sag schon. Ich nehme dich so lange, bis du was anderes sagst. Vielleicht müssen wir mit seinem Weibchen reden. Hallo. Kupio ist mein Freund und er ist immer so unsicher. Vielleicht fehlt ihm einfach nur ein wenig Mut, ein wenig Selbstvertrauen. Es wäre so schön, wenn er auch mutig wäre, wenigstens manchmal. Wieso habe ich mich nur in so einen Kerl verliebt? Oh, aber er darf auf keinen Fall wissen, dass ich in ihn verliebt bin. Mario, bitte, das muss unser Geheimnis bleiben, verstanden? Nein. Einfach nein. Nein. Was ist gegangen? Ja, warum sagst du das ihm nicht? Ach, Mario, mach doch einmal deine Klempnerklappe auf. Hm? Es würde uns einiges erleichtern. So. Schauen wir uns mal hier um. Kann ich hier was machen? Hier ist nichts. Komm her. Da komm her. Komm her. Hallo. Guck mal, da sind neue Gegner. Bam. In your face. Gut. Gumbrina. I want you.
vergesse immer, dass ich den oberen Knopf nehmen muss. Das ist ein Koopa. Du kennst Koopas bereits aus vielen früheren Abenteuern. Woher willst du wissen, dass ich früher Abenteurer gespielt Abenteuer gespielt habe? Max KP 4, Angriff 2, Verteidigung 1. Der Panzer ist ziemlich hart. Lege sie mit einem Sprung oder Powerblock flach und die Verteidigung sinkt auf 0. Aber ich denke, mit Koopas kennst du dich sowieso gut genug aus. Das klingt so, als würde Mario jetzt mal einen Koopa flach legen. Ich glaube, das hat ganz toll geklappt. Das hat mega geil geklappt hier. So. Gut, dann kommt sie dran. Zack. Und zack. Was? Dass ich das noch erleben darf. Wähle einen Wert. Blütenpunkte werden zwar geil, aber wir haben auch nicht so viel, deswegen nehme ich mal die KP. Yay! Cool, cool. Ja gut. Ich werde mich jetzt noch mal kurz umgucken. So, dann würde ich ja was sagen. Das war mega fies von mir. Aber ich werde jetzt zurückgehen. Weil ich glaube, am Anfang der Stadt war ein Speicherpunkt. Den werde ich mal benutzen und das Spiel abspeichern. Und wir werden dann in der nächsten Folge uns auf den Weg zur Geröllburg machen, um uns den Sonnenschlüssel und den Mondschlüssel zu holen. Also, ich wollte nicht mit dir reden, aber spiele ruhig dein Spiel weiter. Also, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao!